Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Wie ihr sehen könnt, ist das keine normale Newsfolge und den Grund dafür könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken. Letzte Woche wurden Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen bekannten Deutschrapper erhoben. Daraufhin meldeten sich unzählige Frauen mit ähnlichen Erfahrungen zu Wort und schnell ging es nicht mehr nur um diesen einen speziellen Rapper, sondern eine ganze Reihe von bekannter Namen aus unserer Szene. Ich will aber heute weniger über die speziellen Anschuldigungen der letzten Woche sprechen, viel eher allgemein über sexualisierte Gewalt Frauen gegenüber und auch über den Umgang mit Opfern. Nahezu jede meiner Freundinnen wurde bereits einmal Opfer sexualisierter Gewalt und das ist auch nicht überraschend, wenn man sich vor Augen führt, dass 97% der Frauen in Deutschland bereits sexuell belästigt wurden. Ich will an der Stelle aber auch betonen, dass sich sexualisierte Gewalt gegen jedes Geschlecht richten kann. Es wird sich aber auch nicht richtig anfühlen, so zu tun, als würde sowas nur anderen Menschen passieren. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, euch heute eine Geschichte zu erzählen, die mir selbst passiert ist. Das erste Mal sexuell missbraucht wurde ich, da war ich 11. Und seitdem zieht sich diese Form der Gewalt durch mein gesamtes Leben. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, ist vor 7 oder 8 Jahren passiert. Das heißt, ich war 18 oder 19 und an einem Abend mit einer Gruppe von Freunden gemeinsam feiern. Damals habe ich noch bei meiner Mama gewohnt, in einem Dorf, bisschen außerhalb der Stadt, knapp 25 Kilometer. Und da ist man ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen. Deshalb habe ich immer bei Freunden geschlafen, wenn wir feiern waren. An dem einen speziellen Abend habe ich aber meine Leute irgendwann verloren und auf der Suche nach ihnen bin ich einem alten Schulkameraden über den Weg gelaufen, den ich seit Jahren kannte. Deshalb habe ich mir auch nichts gedacht, als ich mitgegangen bin, als er mir einen Schlafplatz angeboten hat. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, war nackt in seinem Bett neben ihm. Er war ebenfalls nackt und im ersten Moment wusste ich gar nicht mehr, was passiert ist. Ich hatte ein komplettes Blackout. Nach und nach kamen Flashbacks, wie ich weinend unter ihm lag, während er mich gebumst hat, wie er später in der ganzen Stadt erzählt hat. Als er irgendwann auch aufgewacht ist, habe ich ihn gebeten, mich nach Hause zu fahren. Und er hat damals auch noch bei seinen Eltern gewohnt. Wir sind dann die Treppen runter, um zum Auto zu gehen. Und seine Eltern saßen beim Frühstückstisch. Und ich habe mich einfach nur für einen One-Night-Stand geschämt. Das war wie ein Walk of Shame. Ich habe gar nicht realisiert, was eigentlich in dieser Nacht wirklich abgegangen ist und dass ich eben keinen Sex hatte, nicht gebumst wurde. Als ich aufgewacht bin, hatte ich krasse Schmerzen im Intimbereich und im Hals. Mein Hals war geschwollen, mir hat alles wehgetan. Und trotzdem habe ich lange gebraucht, um zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Er hat mich dann irgendwann nach Hause gefahren. Ich habe mich sogar noch bedankt fürs Nachhausefahren und ich erzähle euch die Geschichte auch nur, weil nach den Anschuldigungen letzte Woche so viele Kommentare und Statements veröffentlicht wurden, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben und ich finde es wichtig, dass ihr diese Geschichte und meine Rolle in diesem Diskurs kennt, wenn ich mich jetzt zu einigen Punkten, die kommentiert wurden, äußern werde. Der häufigste Vorwurf und meist auch der erste Vorwurf, der Opfern gemacht wird, ist, warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Meine 10 Finger reichen nicht dafür aus, um aufzuzählen, wie oft ich sexuell missbraucht wurde und ich habe keinen einzigen Fall angezeigt. Die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, habe ich lange nicht mal als das gesehen, was es ist, nämlich eine Vergewaltigung. Es fällt mir auch immer noch schwer, das einzugestehen und vor allem für mich auch anzunehmen. Zu akzeptieren, dass das meine Geschichte ist und nicht eine Geschichte einer Frau ist. Als der Junge dann in der ganzen Stadt erzählt hat, wie er mich gefickt hat, habe ich diese Geschichte auch einfach übernommen, habe gesagt, ja, ich habe mit ihm geschlafen und mich geschämt für den Schlampenstempel, der mir auferlegt wurde. Aber auch den habe ich irgendwie übernommen, weil es einfacher war, die Schlampe zu sein, als das Vergewaltigungsopfer. Eine Vergewaltigung ist per Definition eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung wird Frauen häufig im deutschen Sprachgebrauch aberkannt durch Redewendungen wie sie hat ihre Unschuld verloren, sie wurde entjungfert bzw. er hat sie entjungfert. Das führt dazu, dass eine weibliche Passivität beim Sex normiert wird, weshalb die objektive Wahrnehmung von Vergewaltigung komplett verschwimmt. Aber ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Vergewaltigung nicht erst eine Vergewaltigung ist, wenn man brutal überfallen und hinter den Busch gezogen wird. Das muss man aber als Opfer auch selbst erstmal erkennen und akzeptieren, bevor man überhaupt nur darüber nachdenken kann, zur Polizei zu gehen. Und wenn man sich dann Statistiken anschaut, überlegt man sich wahrscheinlich noch mal mehr, ob man die Kraft dazu aufbringen kann,
das Ganze zur Anzeige zu bringen. Weil damit ist es nicht getan. Plötzlich hat jeder eine Meinung. Die Beweislast liegt beim Opfer, nicht beim Täter. Häufig gibt es aber keine Beweise. Hinzu kommt die eigene Scham, sich überhaupt erst mit der Tat auseinanderzusetzen. Schuldzuweisungen wie: Warum bist du überhaupt mitgegangen? Was hast du für Signale gesendet? Was hattest du an? Warum hast du so viel getrunken oder Drogen genommen? Warum hast du dich nicht mehr gewehrt? Die kommen nicht nur von außen, sondern die macht man sich auch selbst. Jedenfalls war es in meinem Fall so. Und zusätzlich hatte ich auch ein anderes Bild von Vergewaltigung, weshalb ich meine Geschichte von diesem Abend relativiert und verharmlost habe, weil andere schließlich brutaler vergewaltigt werden. Das alles sind einige von ganz vielen Gründen, die auch immer individuell sein können, weshalb Betroffene nicht zur Polizei gehen und Vergewaltigungen nicht anzeigen. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Und allein aus dem Grund ist es mehr als naiv anzunehmen, dass es ausgerechnet in unserer Hip-Hop-Kultur kein Problem darstellt. Zumal wir immer noch von einer Szene sprechen, in der toxische Männlichkeitsmuster und die Objektivierung der Frau häufig unhinterfragt übernommen und reproduziert werden. Und auch hier will ich nicht so tun, als ging es nur um andere, weil auch ich ignoriere hier und da fragwürdige Textstellen, habe vor meiner Zeit bei Backspin auch schon anzügliche Nachrichten von Rappern bekommen, ohne darauf mit einer Ansage zu reagieren. Und ich habe auch schon Dinge gesagt wie: Solange es Frauen gibt, die sich Backstage bumsen lassen, wird es Rapper geben, die das tun, darüber rappen und sich damit profilieren. Aber das ist der falsche Ansatz, weil wenn ein Rapper und ein Fan miteinander intim werden, hat man von Haus aus ein ungleiches Machtverhältnis. Das Macho-Image, das viele Rapper pflegen, wird in unserer Gesellschaft für junge Frauen romantisiert dargestellt. Nicht nur in der Hip-Hop-Welt, in der gesamten Gesellschaft. Man braucht sich ja nur mal Liebesfilme angucken. Meistens ist die Story so aufgebaut, dass ein Mädchen sich in einen Jungen verliebt, der sie scheiße behandelt und sie das so lange mit sich machen lässt, bis er sich ebenfalls verliebt. Aber das ist einfach nicht die Realität. Und dadurch wird vor allem jungen Mädchen beigebracht, dass sie selbst nicht mehr wert sind, als sich von einem Mann scheiße behandeln zu lassen. In Deutschrap-Texten wird so ein Bild übernommen und darüber sollten sich Rapper in Zukunft bewusst sein, denn das ist eine Verantwortung, die sie tragen, ob sie wollen oder nicht. Deshalb ist es auf jeden Fall lange überfällig, dass wir darüber sprechen. Wir als Hip-Hop-Kultur dürfen nicht vergessen, dass wir Sprachrohr für diejenigen sind, die anderswo kein Gehör finden. Und in einer Zeit, in der Frauen zumindest teilweise fester Bestandteil dieser Kultur sind, bedeutet Each One Teach One auch den weiblichen Stimmen Gehör zu schenken und aus ihren Erfahrungen zu lernen. An der Stelle will ich nochmal betonen, dass sich sexualisierte Gewalt gegen jedes Geschlecht richten kann. Aber als Frau kann ich nur aus weiblicher Perspektive darüber reden. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns.